Vor 20 Jahren starb eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der Jazzgeschichte. Bekannt wurde er durch seine Improvisationen mit wenigen, lang anhaltenden Tönen. Miles Davis verharrte zeitlebens nie in einem Jazzstil, sondern legte immer wieder neue Grundsteine. Er experimentierte mit jungen Musikern und verhalf zahllosen Jazzgrößen zu ihrem Durchbruch. Im Frühjahr 1959 entstand sein legendäres Album Kind of Blue, was sicherlich zu den besten Jazzalben aller Zeiten gehört. An zwei Tagen entstand ein Album, das beispielhaft für den modalen Jazz ist und mit über 6 Millionen Exemplaren das meistverkaufte Jazzalbum überhaupt. Am 25. August 1991 spielte Miles Davis in Hollywood sein letztes Konzert. Wir zeigen Ihnen eine Aufzeichnung beim Stuttgarter Jazzgipfel vom 11. Juli 1988 mit der Miles Davis Group.